Komm hier rein, hopp! Die Jungs in Richtung Deutsche Jugendmeisterschaft Ende Juli, Anfang August oder vielleicht für die Junioren-EM nach Schweden sich in Position zu bringen. So, wir können wieder einklatschen hier auf der Tribünenseite mit der 161, der deutsche Vize-Jugendmeister in Front, Joshua Abuaku. Und wenn wir die Hürdenüberquerung ansehen, dann hat er dann doch, schauen wir jetzt nochmal, einen kleinen Vorsprung. Nur noch, jetzt die letzte Hürde, nochmal angreifen und dann läuft er durchs Ziel, etwa 37.